Ökosorte und Ökosaatgut, das wird oft wie Synonym verwendet, aber es sind doch zwei unterschiedliche Sachen. Also man kann sich es eigentlich am einfachsten so vorstellen, das Saatgut ist das, was ich letztendlich in der Hand haben kann oder das, was ich ins Tütchen füllen kann. Tütchen mit Saatgut, das ist das Saatgut. Und dieses Saatgut kann ökologisch sein, das bedeutet dann einfach, dass es mindestens eine Generation unter ökologischen Bedingungen vermehrt wurde. Und das ist das, was auch im Ökolandbau vorgeschrieben ist, ökologisches Saatgut einzusetzen. Das heißt aber noch nichts, sagt noch nichts darüber aus, wie wurde denn die Sorte entwickelt. Das heißt, wie ist diese Pflanze eigentlich in ihrer Biografie sozusagen entstanden? Wie hat die 10, 12, 15 Jahre verbracht, in denen sie überhaupt zur Sorte wurde? Hat sie das unter Öko- oder unter konventionellen Bedingungen erlebt? Welche Eigenschaften trägt die Pflanze von sich aus in sich? Das heißt, man kann sein Ökosaatgut haben von einer konventionell gezüchteten Sorte oder man kann eine wirklich ökologisch gezüchtete Sorte haben, die eben von Beginn an unter ökologischen Bedingungen selektiert und angebaut wurde und damit auch für die Anforderungen des Ökolandbaus besonders gut geeignet ist.